Hi Leute, hier nochmal ein klitzekleines Update. Es ist jetzt nichts weiter Schlimmes passiert, was den Namen betrifft. Ich versuche jetzt gerade alles zu ändern, die Homepage und so weiter und so fort und auch alle Titel in den Videos. Also wundert euch nicht, wenn in den Videos quasi noch, also in alten Videos noch das Gemüsekombüse zu sehen ist und dann im Titel schon grüne Kombüse steht. Ich will da einfach ziemlich gründlich sein. Ja, was mich freut, ich habe jetzt nochmal Kontakt mit der Dame von der anderen Gemüsekombüse aufgenommen und freue mich sehr, dass wir auf jeden Fall unsere Startnext-Seite erstmal so lassen können. Also die heißt ja jetzt Startnext.com Gemüsekombüse und wenn die Kampagne vorbei ist, dann wird quasi auch der Link geändert werden. Auf jeden Fall, dass es jetzt, solange das läuft, dass der Link gleich bleibt, damit die, die das jetzt schon verlinkt haben, da auch immer noch hinfinden. Ja, das neue Logo haben wir jetzt schon in Auftrag gegeben. Das sollte jetzt eigentlich am Wochenende auch fertig sein und zu uns kommen. Dann werde ich quasi die ganzen Sachen austauschen, also auf der Homepage und bei Startnext und sonst woanders. Und natürlich auch in den zukünftigen Videos, also in dem kleinen Intro, was jetzt dieses Mal noch vorne weg war. Ja, ist auf jeden Fall ein bisschen Aufwand, aber es ist ein Ende in Sicht, was das betrifft. Bin ich auf jeden Fall sehr, sehr froh drüber. Ja, und noch was Neues und sehr Aufregendes für mich zumindest ist, dass ich interviewt werden soll, zumindest ein kleines Telefoninterview für einen kleinen Artikel in der OZ. Ja, bin ich sehr gespannt drauf. Ist ja noch ein bisschen was anderes, als vor der Kamera zu reden. Vor der Kamera kann ich auch immer noch alles rausschneiden, wenn ich will. Bin sehr aufgeregt auf jeden Fall. Ich weiß nicht, ob das heute noch was wird, da ich heute Spätschicht habe. Mal schauen, ansonsten halt die nächsten Tage. Ja, das war's erstmal. Falls heute noch irgendwas Neues dazu kommt, dann melde ich mich auf jeden Fall nochmal oder schneide das noch an dieses Video hier dran. Mal schauen. Okay, ansonsten bis dann. Ja, da bin ich wieder gerade von der Arbeit gekommen. Also ich bin ja gerade noch in Stelzhagen angestellt. Jetzt noch ungefähr 6 Tage. Also ja, die letzte Woche in Stelzhagen hat begonnen. Heute ist auch was Witziges passiert, denn ja, wir wurden von einer Frau angesprochen, die ja schon von unserem Projekt gehört hat. Und gleich mal ein paar Fotos von uns gemacht hat und das jetzt auf ihrer Facebook-Seite posten will. Und zwar war das die Corinna Schell, die uns heute angesprochen hat. Die kommt aus Bremen und hat auch selber sich schon selbstständig gemacht in der Richtung vegan, vegetarisch. Und zwar bietet sie Kochkurse an zur Prävention durch Ernährung, Gewichtsreduktion und so weiter und so fort. Ja, ich schreibe euch mal die Homepage von ihr unten in das Video rein, könnt ihr mal gucken, vielleicht kommt ihr auch aus der Gegend von Bremen und kennt sie vielleicht sogar schon. Ja, ihre kleine Firma heißt Glücksmahlzeit, bring Liebe in dein Essen. Ja, vielen Dank fürs Teilen, Corinna, ich freue mich schon sehr auf das Foto. Ja, außerdem sind wir gerade bei Startnext schon über 1200 Euro, also es geht auf jeden Fall voran. Wie gesagt, es fehlt noch eine ganze Menge, aber vielen, vielen Dank dafür, dass es schon mal so weit gekommen ist. Ja, viel mehr ist heute jetzt nicht passiert nach der ganzen Aufregung der letzten Tage mit dem Logo bzw. mit dem Namen ist jetzt heute eigentlich relativ wenig passiert. Wir sind jetzt gerade dabei, die ganzen Anmeldungen durchzuführen, die wir brauchen für die Gewerbeanmeldung. Also zum Beispiel das Veterinäramt, da brauchen wir eine Bescheinigung für. Dann polizeiliches Führungszeugnis und ich glaube, 7 andere Sachen noch, die ich jetzt gerade nicht im Kopf habe. Ja, müssen wir auf jeden Fall alles erstmal noch machen. Wie gesagt, ist ein ganz schöner bürokratischer Aufwand. Ja, das war es soweit von mir heute. Euch wünsche ich noch einen schönen Abend, beziehungsweise wahrscheinlich eher einen schönen Morgen. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss!